Pepperwoods-Geschichten. Lasst uns springen! Peppa und ihre Familie haben im Supermarkt viele Lebensmittel eingekauft. Und jetzt knurrt ihnen der Magen. Was gibt's zum Essen? Mein Magen macht schon knurrende Geräusche. Heute Abend machen wir zusammen Tacos. Ja! Was ist ein Taco und wie macht man den denn? Es ist ein leckeres Gericht aus Mexiko. Und Tacos macht man am allerbesten. Alle zusammen! Peppa, Schorsch und Mama Wutz waschen Gemüse für ihre Tacos. Wir müssen dafür sorgen, dass das Gemüse sauber ist. Plitsch, platsch, wisch, wasch, so wird Gemüse sauber. Plitsch, platsch, wisch, wasch, so wird Gemüse sauber. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Jetzt sind Peppa und Mama Wutz auch schön sauber. Weil das Gemüse jetzt sauber ist, können wir vorsichtig Zwiebeln schneiden. Hier, bitte, Papa. Was ist los, Papa? Magst du keine Zwiebeln? Oh, keine Sorge, Peppa. Der Zwiebelsaft sorgt manchmal dafür, dass einem die Augen tränen. Ich muss mir nur die Augen mit etwas abdecken. Ich hab's! Peppa weiß, wie man seine Augen perfekt vor den Zwiebeln schützen kann. Die ist perfekt, Peppa. Ah, gibt's wieder Zwiebeln, Papa Wutz? Jetzt machen wir ein wenig Guacamole. Hurra! Ich liebe Guacamole. Dann zerdrück schon mal die Avocado, Peppa. Peppa macht das Zerdrücken der Avocado großen Spaß, weil dabei gekleckert wird. Ups. Vielleicht ist es besser, wenn du es langsamer machst. Perfekt. Jetzt kommen andere Zutaten dazu. So, und auch noch ein Spritzer einer Limette. Spritzer! Na gut, Schorsch, du gibst den Limettenspritzer hinein. Yay! Oh, zum Glück habe ich noch meine Schutzbrille auf. Jetzt sind alle Zutaten fertig und es ist Zeit, daraus Tacos zu machen. Und jetzt kommt das Beste. Nehmt eure Tortilla in die Hand. Und gebt eure Lieblingszutaten darauf. Peppa hat am liebsten Tacos mit ganz viel Guacamole. Schorsch hat am liebsten leere Tacos. Mama und Papa Wutz bevorzugen Tacos mit allen Zutaten. Alle finden ihre Tacos richtig lecker. Aber ihnen ist die Füllung auf den Teller geflutscht. Hurra! Jetzt können wir sie wieder in den Taco geben. Beinahe hatte ich dich. Peppa will unbedingt eine Piñata aufbrechen, die mit Süßigkeiten gefüllt ist. Denn heute lernen Peppa und ihre Spielgruppe mehr über den mexikanischen Feiertag Cinco de Mayo. Oh, Kinder! Wir brauchen noch mehr Deko für das Klassenzimmer, damit sich der Raum noch fröhlicher anfühlt. Basteln wir zusammen ein paar Pompomblumen. Pompom! Mir gefällt dieses Wort. Pam, 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 pam. Drückt den Stängel aus Karton einfach in die Mitte des Klopapierknolls und voilà. Wow! Ja, ich krieg die Blume nicht hin. Ich werde dir helfen. Das ist knifflig. Du meine Güte. Alle haben sehr viele Pompomblumen gebastelt. Haben wir zu viele gebastelt? Natürlich nicht. Das Klassenzimmer fühlt sich jetzt wirklich besonders fröhlich an. Als nächstes machen wir eine ganz leckere Guacamole. Guacamole? Guacamole. Eine mexikanische Leckerei aus Avocados. Man isst sie mit Karotten oder Gurken oder speziellen Chips, die man Tortillas nennt. Guacamole.
Guacamole, Guacamole, Guacamole. Madame Gazelle gibt eine geschälte Avocado, etwas Limettensaft und Salz in eine Schüssel. Jetzt müsst ihr das Ganze nur noch sehr gut pürieren. Guacamole, wuff. Hat jemand Lust, etwas Guacamole zu probieren? Ja, bitte. Mmh, wirklich lecker. Leckere Guacamole, leckere Guacamole. Wunderbar, Peppa. Den Cinco de Mayo feiert man auch, indem man singt. Leckere Guacamole, leckere Guacamole, leckere Guacamole. Und tanzen ist auch besonders wichtig am Cinco de Mayo. Peppa hat die Piñata getroffen und die Süßigkeiten sind alle rausgefallen. Peppa macht ihr erster Cinco de Mayo Spaß. Und ganz besonders viel Spaß hat sie beim Tanzen. Es ist Zeit fürs Abendessen. Doch das Essen ist angebrannt. Oh je, Mini. Denkst du, man kann es noch essen? Ich denke, wir sollten uns verwöhnen und was bestellen. Wir wählen aus, was wir essen wollen, und dann wird es uns geliefert. Es gibt chinesische Gerichte, indische Gerichte oder Sushi. Können wir das hier haben? Peppa möchte chinesisches Essen bestellen. Wir nehmen das hier und das. Und vergiss nicht, die besondere Überraschung. Peppa und ihre Familie haben viele leckere Gerichte bestellt. Was passiert jetzt? Nun, zuerst muss das Restaurant das Essen kochen und dann liefern sie es uns. Oh, aber woher wissen die, wo wir wohnen? Ich habe ihnen bei der Bestellung unsere Adresse gegeben. Aber wie kommt das Essen zu uns? Frau Mümmel bringt es uns auf ihrem Fahrrad. Guck mal, sie ist schon fast da. Gehen wir sie suchen. Peppa und Schorsch sind zur falschen Tür gegangen. Oh. Es ist da! Hier ist deine Bestellung, Peppa. Lass es dir schmecken. Danke. Oh. Muss wieder los. Ich muss noch viel Essen ausliefern. Reis, Nudeln, Gemüserollen. Und die besondere Überraschung für danach. Peppa und Schorsch wissen nicht, was die besondere Überraschung ist. Mmh, ich liebe Reis. Und ich liebe meine scharfen Nudeln. Die habe ich am liebsten. Oh, vielleicht mag ich sie ja auch am liebsten. Darf ich mal kosten? Ja, aber koste nur ganz wenig. Mmh, ich liebe Nudeln. Oh, aber diese hier sind etwas scharf. Scharfe Nudeln hat Peppa nicht am liebsten. Hier, probiert eine Frühlingsrolle mit Gemüse. Hm, Frühlingsrollen mag ich am liebsten. Peppa und ihre Familie haben die chinesischen Gerichte aufgegessen. Seid ihr bereit für eure Überraschung? Hurra! Ja. Diese hier werden Glückskekse genannt. In ihrem Inneren befindet sich eine Botschaft, die euch Glück bringt. Dieses Glück schmeckt echt fantastisch. Peppa liebt chinesisches Takeaway. Jeder liebt chinesisches Takeaway. Herzlich willkommen in unserer Eisdiele. Heute ist es sehr heiß. Daher tun Peppa und Schorsch so, als würde ihnen eine Eisdiele gehören. Hier, bitte sehr, Herr Papa Wutz. Oh, danke sehr. Was hätten Sie denn gerne, Frau Mama Wutz? Ich nehme ein Bananensplit, bitte. Hurra! Was genau ist ein Bananensplit, Oma? Es ist eine Nachspeise.
Zuerst schneiden wir eine Banane in zwei Hälften. Jetzt geben wir Eiscreme, Kirschen und Schlagsahne dazu. Schorsch gibt gerne Eiskugeln dazu. Vorsicht! Zermatsch nicht die Banane. Und Pepper gibt besonders gerne Schlagsahne dazu. Wow. Ups. Vergiss nicht die Kirsche obendrauf. Hier ist Ihr Bananensplit, liebe Frau Mama Wutz. Das sieht köstlich aus. Oh, jetzt hätte ich gerne ein Knickerbocker Glory. Oh. Ein Nicanori? Was ist das, Madame? Das ist ein sehr spezieller Eisbecher. Aber aus Bechern trinkt man doch, oder? Nein, aus diesem Becher nicht. In diesem Becher wird Eis serviert. Ich zeige es dir. Wir brauchen Eiscreme, Obst, Meringe und Sahne. Pepper und Schorsch geben alle Zutaten in das Glas. Und jetzt könnt ihr es noch garnieren. Und garnieren den Eisbecher mit Waffeln, bunten Streuseln und Soße. Bitte sehr, Madame. Das sieht wunderbar aus. Jetzt habt ihr allen Eis serviert. Was für ein Eis hättet ihr zwei denn gerne? Ein Regenbogeneis. Regenbogen. Pepper und Schorsch nehmen sich Eiscreme in allen möglichen Farben. Rosa für Erdbeere, braun für Schokolade, gelb für Banane. Nane. Und dann garnieren sie das Ganze. Vermischen wir die ganzen Farben. Oh. Pepper und Schorsch haben alle Farben miteinander vermischt. Das ist jetzt eine Schlammpfütze und nicht mehr ein Regenbogeneis. Leider haben wir jetzt nicht mehr viel Eiscreme übrig. Wir haben nur noch Vanille. Mein Lieblingseis. Pepper und Schorsch machen gern besondere Eisbecher. Aber Vanilleeis haben sie immer noch am liebsten. Heute ist Pfannkuchentag in Peppers Spielgruppe. Das ist Eiscreme. Können wir Pfannkuchen auch mit anderen Mustern machen? Ja, können wir. Wir brauchen dazu nur mehr Pfannkuchenteig. Ja! Peppa gibt Mehl in eine Schüssel. Molly Mietze gibt ein Ei dazu. Wow! Klausi Kleff gibt Milch dazu. Und Luzi Locke rührt die Mischung gründlich um. Madame Gazelle gibt Lebensmittelfarbe in die Teigmischung, damit man danach bunte Pfannkuchenmuster zeichnen kann. Jetzt können wir in der kalten Pfanne das Muster zeichnen, das wir wollen. Danach backen wir den Pfannkuchen. Gibst du etwas mehr Rosa dazu, Luzi? Und etwas mehr ihr drüben. Wow! Was ist das? Was zeichnen Sie da, Madame Gazelle? Du wirst schon sehen. Jetzt wird die Pfanne sehr heiß werden. Ihr müsst für diesen Teil etwas zurückgehen, Kinder. Alle ab! Oh, Pepper! Das bin ich! Der Pfannkuchen sieht genau wie Pepper aus. Ich bin Pepper Pfannkuchen. Und ich bin richtig lecker. Machen wir als nächstes einen Regenbogen? Natürlich gern. Juhu. Pepper und ihre Freunde geben die einzelnen Regenbogenfarben dazu. Rot, orange, gelb, grün, blau. Och. Ich hab den Regenbogenpfannkuchen zerstört. Nein, das hast du nicht. Aus dem vielen Blau ist ein schöner blauer Himmel geworden.
Nikolaus! Machen wir den größten Pfannkuchen auf der Welt. Hurra! Mit Backpulver werden die Pfannkuchen am fluffigsten. Es reicht schon ganz wenig. Madame Gazelle hat aber viel Backpulver dazugegeben. Der Pfannkuchen wird immer größer. Oh, das hier können wir wohl nicht essen, Kinder. Aber es ist ein super Trampolin. Peppa liebt den Pfannkuchentag. Jeder liebt den Pfannkuchentag. Peppa und ihre Spielgruppe sind heute zu Besuch in einer Saftfabrik. Dort lernen sie, wie Saft gemacht wird. Und das hier ist die Saftpresse. Sie presst den ganzen Saft aus den Orangen raus. Darf ich auch ein paar Orangen pressen, Frau Mümmel? Natürlich. Jeder von euch darf das. Hurra! Hurra! Orangen zu pressen macht allen großen Spaß. Aber es ist wirklich harte Arbeit. Meine Hände sind müde. Kein Problem, denn als nächstes seht ihr den Saftstampfer. Oh. Die großen Stiefel des Stampfers quetschen den ganzen Saft aus den Erdbeeren heraus. Darf ich mal stampfen, Frau Mümmel? Ja, das dürft ihr natürlich alle. Hurra! Schlüpft in diese Stiefel und stampft drauf los. Das ist genauso wie beim Springen in Schlammpfützen. Das habt ihr gut gemacht. Und jetzt folgt mir bitte. Hier kommt der Saft in Getränkekartons. Die Farbe des Safts muss mit der Farbe des Kartons übereinstimmen. Welcher Saft passt hier dazu? Piep. Er ist rot. Ist es Erdbeere? Gut gemacht, Mandy. Drück den roten Knopf, um ihn zu füllen. Und was ist mit diesem hier? Er ist grün. Also Apfel. Ganz genau, Luzi. Und der hier? Er hat ganz viele Farben. Gut gemacht, Peppa. Du hast gerade eine neue Geschmacksrichtung erschaffen. Ich nenne ihn Regenbogensaft. Jeder findet, dass der Regenbogensaft wirklich ganz köstlich aussieht. Das hier ist der Probierraum. Hier stellen wir sicher, dass alle Säfte super mega lecker sind. Oh. Damit es Spaß macht, müsst ihr erraten, welchen Saft ihr da probiert. Peppa und ihre Spielgruppe lieben es, Säfte zu probieren. Miam, das ist Orangensaft. Das ist Apfelsaft. Das schmeckt wie alle Säfte zusammen. Ja, denn es ist dein spezieller Regenbogensaft. Miam, miam, miam. Peppa lernt gern mehr über Säfte. Und sie liebt ihren leckeren Regenbogensaft. Heute findet in Peppas Spielgruppe ein ganz besonderer Unterricht statt. Heute lernt ihr etwas über den 4. Juli. Den amerikanischen Unabhängigkeitstag. Was? Unabhängigkeitstag? Der Unabhängigkeitstag ist ein Tag, an dem die Amerikaner all die Dinge feiern, die sie an ihrem Land lieben. Und wir haben heute einen Spezialgast. Frohen Unabhängigkeitstag allerseits! Herr Bulle machte vor kurzem Urlaub in Amerika und zeigt uns heute ein paar Dinge, die ihm dort besonders gefallen haben. Als erstes feiern wir ein amerikanisches Grillfest. Lasst uns alle zusammen grillen mit meinem neuen Grill. Ich bin der Grillmeister. Herr Bulles Grill ist wahnsinnig groß. Oh, danke sehr, Herr Bulle. Aber es ist besser, wenn wir später grillen, und zwar im Freien. Alles klar.
Zuerst ziehen wir uns schick an. Peppa und ihre Freunde ziehen sich Sachen in den Farben der amerikanischen Flagge an. Rot, weiß und blau. Der Grillmeister und sein Grill können es nicht erwarten, loszulegen. Ist es schon soweit? No, Herr Bulle. Vorher wird noch dekoriert. Oh, na klar. Ich mache mich auf zum Grill. Als nächstes schmücken alle den Raum mit roter, weißer und blauer Deko. Jetzt basteln Peppa und ihre Freunde eine amerikanische Flagge. Wie viele Sterne sind auf der amerikanischen Flagge? Ganz viele. Du meine Güte, das sind aber sehr, sehr viele Sterne, Kinder. Die amerikanische Flagge hat 50 Sterne. Einen für jeden Bundesstaat. Nun, ist es schon Zeit fürs Grillen? Ja, es ist Zeit. Hurra! Herr Bulle freut sich, endlich seinen Grill zu verwenden. Und seid ihr alle bereit für ein typisch amerikanisches Grillfest? Aber jetzt ist das ganze Essen angebrannt. Was essen wir denn jetzt? Keine Sorge, ich kann nicht nur super grillen, sondern auch einen leckeren amerikanischen Apfelkuchen backen. Ja! Ja! Ich liebe Apfelkuchen. Das ist das amerikanischste Gericht überhaupt, vor allem bei einem Feuerwerk. Jeder liebt Feuerwerke und Apfelkuchen. Vor allem am Unabhängigkeitstag. Miam, miam, leckeres Essen. Miam, miam. Peppa und ihre Familie gehen heute auf dem Kreuzfahrtschiff in ein Restaurant der ganz besonderen Art. Dies ist eine besondere Art von Restaurant, denn hier gibt's ein Buffet. Nehmt euch einen Teller und wählt das aus, was euch schmeckt. Guten Appetit! Oh, super! Das Restaurantbuffet hat viele verschiedene Gerichte im Angebot. Was möchtest du essen, Peppa? Spaghetti habe ich am liebsten. Recht hast du. Aber nimm dir nicht zu viel. Wir können uns ja jederzeit Nachschub holen. Oh, gute Idee. Und was hättest du gern, Schorsch? Saft! Du hast Durst, oder? Dann machen wir uns am besten etwas Orangensaft. Mal schauen. Aha! Die Orangensaftpresse ist sehr laut. Und es kommt nur ganz wenig Orangensaft heraus. Oh! Saft! Wir machen einfach mehr, keine Sorge. Ausgezeichnet. Ich kann's kaum erwarten. Fertig! Oh, du hattest wirklich Kohldampf. Darf ich mir jetzt noch mehr holen, bitte? Na klar, komm mit. Hurra! Opa Wutz versucht immer noch, Schorsch ein Glas Orangensaft zu machen. Du meine Güte! Würden Sie uns bitte mehr Orangen bringen, Frau Mümmel? Ja, sofort! Peppa hat eine spezielle Pfannkuchenmaschine entdeckt. Nur ein Pfannkuchen, bitte, Herr Roboter. Ich kann mir später noch mehr holen. Fantastisch! Aha! Oma Wutz freut sich schon riesig auf ihre Spaghetti. Fertig! Danke, Pfannkuchenroboter! Aber jetzt hat Peppa auch Durst bekommen. Kriege ich auch ein Glas Saft, Oma Wutz? Na klar, Opa Wutz kümmert sich darum. Aber wieso braucht er denn so lange? Opa Wutz hat endlich ein Glas Orangensaft zusammenbekommen. Opa Wutz hat mittlerweile sogar viele Gläser mit Orangensaft gefüllt. Die Presse hat endlich aufgehört, Orangensaft zu machen. Puh! Du bist lustig, Opa. Du musst ja gar nicht so viel Saft machen.
Du kannst dir ja später einfach noch mehr holen. Peppa liebt das Restaurantbuffet. Und Schorsch liebt seinen Orangensaft. Heute gehen Peppa und Schorsch mit Oma und Opa Wutz picknicken. Fast geschafft! Oh, auf. Peppa darf heute zum ersten Mal den Picknickkorb packen. Alles okay, Peppa? Ich will alle Spielsachen zum Picknick mitnehmen, aber sie passen einfach nicht rein. Hm, brauchst du wirklich alle Spielsachen? Na gut, dann nehme ich nur meinen Teddybär mit. Dinosaurier! Und den Dinosaurier. Wundervoll. Denn wenn wir all deine Spielsachen einpacken, hat das Essen nicht mehr Platz. Was würdest du denn gern beim Picknick essen, Peppa? Oh, machen wir Spaghetti. Ich liebe Spaghetti. Spaghetti sind keine gute Wahl für ein Picknick. Wie wär's denn mit Sandwiches? Sandwiches liebe ich auch. Was ist euer Lieblingssandwich? Marmelade! Peppa, Schorsch und Oma Wutz machen Marmeladensandwiches. Brauchen wir sonst noch was für das Picknick, Peppa? Wir brauchen eine bequeme Picknickdecke. Kannst du eine suchen, Opa? Zu Befehl, Peppa. Oh nein! Beim Marmeladensandwich machen richtet man eine Sauerei an. Der Versuch, die Sauerei zu beseitigen, ging nach hinten los. Keine Sorge, man kann keine Marmeladensandwiches machen, ohne dabei zu kleckern. Peppas Sandwiches sind dreieckig. Tada! Die von Schorsch sind dinosaurierförmig. Hier ist eine Decke. Brauchen wir sonst noch was, Peppa? Wir brauchen Becher für den Orangensaft. Ja, gut gemacht, Peppa. Jetzt können wir losgehen. Das wird heute ein Riesenspaß. Oh nein, es regnet. Picknicks machen im Regen weniger Spaß. Oh je, wir müssen unser Picknick im Freien leider verschieben, Peppa. Oh. Aber wieso verlegen wir unser Picknick nicht einfach nach drinnen? Ja! Peppa hat das Picknick im Haus vorbereitet. Jetzt können wir picknicken, obwohl es draußen regnet. Und all meine Spielsachen sind auch hier. Picknick! Alle genießen Peppas Picknick. Und Peppa hat es liebend gern vorbereitet. Frohe Ostern, Kinder! Oh, oh, oh. Frohe Ostern an aller Welt! Peppa und ihre Freunde unternehmen heute viele Aktivitäten zum Thema Ostern. Danke. Heute habe ich einen Spezialgast eingeladen. Frau Bimmel! Hallo, Kinder. Der Osterhase will, dass ich mit euch Osterspiele spiele. Aber zuerst bekommt ihr alle lange Osterhasenohren von mir. Oh, wie ich sehe, hast du ja schon lange Osterhasenohren. So, wer hat Lust, Ostereier zu bemalen? Peppa und ihre Freunde bemalen Holzeier. Vergesst nicht, Kinder, ihr könnt euer Osterei bemalen, wie ihr wollt. Guten Tag, Herr Ei. Oh. Oh je, es sieht so aus, als habe man Klausi Kleff ein richtiges Ei zum Bemalen gegeben. Klausi, was ist mit deinem Ei los? Ich denke, ich habe beim Bemalen zu stark gedrückt. Zum Glück habe ich ein Reserve-Ei. Also gut, Häschen, folgt mir. Peppa und ihre Freunde sind nach draußen gegangen, um ein besonderes Osterspiel zu spielen. So, jetzt spielen wir Hasenbowling.
rollt eure Eier am Boden entlang und versucht, möglichst viele Hasenkegel umzuschmeißen. Oh. Das war wohl nicht sehr Ei. Wups. Wups. Ein wenig zu hoch. Ja. Oh, jetzt habt ihr alle gewonnen. Yeah. Das habt ihr alle gut gemacht. Ihr bekommt alle eine Ostermedaille. Wow. Und das Beste daran ist, diese Medaillen sind aus Schokolade. Gibt es einen Preis für den, der am meisten Schokolade isst? Peppa und ihre Freunde lieben Ostern wirklich sehr. Es ist Valentinstag. Peppa und Schorsch bereiten ein besonderes Abendessen für Mama und Papa Wutz zu. Opa Wutz hilft ihnen dabei. Du meine Güte! Wir machen spezielle Valentinstagspizzas, Oma Wutz. Denn am Valentinstag geht es darum, den anderen zu zeigen, dass man sie liebt. Ich weiß! Machen wir die Pizzas herzförmig! Jetzt werfen wir den Teig hinauf in die Luft. Genauso macht man das in Roma. Das ist eine Stadt in Italien. Genau wie in Roma. Verdecken wir doch die unebenen Stellen mit Gemüse aus dem Garten. Mama und Papa Wutz wissen nicht, was gerade passiert. Peppa und Schorsch ernten Gemüse. Die Pizzas belegen wir mit vielen Zutaten. Das sehe ich. Bringen wir jetzt das Gemüse ins Haus. Peppa und Schorsch belegen die Pizzas mit Gemüse. Ich weiß was. So werden die Pizzas noch spezieller. Geben wir Mama und Papa Wutz Lieblingsessen drauf. Gute Idee, Peppa. Was ist denn ihr Lieblingsessen? Spaghetti und Schokoladenkuchen. Die Pizzas sollten so aussehen wie Mama und Papa. Peppa und Schorsch machen aus den Pizzabelägen Gesichter. Jetzt sind sie wirklich speziell. Oh, Schorsch! Hier sind eure wirklich speziellen Valentinstagspizzas. Oh, Schokoladenkuchen? Mein Lieblingsessen! Dinosaurier! Ein Spaghetti-Dinosaurier! Danke, Peppa und Schorsch! Die sind zu schön, um sie zu essen. Mama und Papa Wutz finden ihre Valentinstagspizzas wirklich sehr außergewöhnlich. Heute früh macht sich Peppa ein leckeres Frühstück. Oh. Wo sind denn die Cornflakes hin? April, April. April, April? Was ist das? Heute haben wir den 1. April. Heute bringen sich die Leute zum Lachen, indem sie einander Streiche spielen. Ich hab dich mit den Cornflakes reingelegt. Ich mag lustige Streiche. Spielen wir Papa einen Streich? Das ist eine tolle Idee. Papa Wutz liest gerade auf dem Sofa. Aber Mama Wutz und Peppa wollen ihm einen Streich spielen.
Kannst du mir bitte die Brille da geben, Mama Wutz? Natürlich. Peppa und Mama Wutz spielen Papa Wutz einen Streich. Oh, danke. Echt seltsam. Mit dieser Brille sehe ich noch schlechter als zuvor. April, April! Oh, das ist ja eine Scherzbrille. Wirklich lustig. Aber ihr könnt mir heute keinen Streich mehr spielen. Dafür bin ich nämlich viel zu clever. Peppa spielt Papa Wutz noch einen Streich. Oh nein, ich kriege diese Chipsdose einfach nicht auf. Hilfst du mir bitte, Papa? Na klar, Peppa. Die haben mich aber erschreckt. April, April! Ich bin wieder reingefallen, Peppa. Gut gemacht. Willst du mir jetzt dabei helfen, Mama Wutz auch einen April-Scherz zu spielen, Peppa? Peppa und ihre Familie sind mit dem Abendessen fertig. Jetzt ist die Nachspeise dran. Peppa und ich haben einen leckeren Schokoladenkuchen gebacken, nicht wahr, Peppa? Ja. Das ist aber nett. Er sieht köstlich aus. Oh. Da stimmt was nicht mit meiner Gabel. Versuch's mit deinen Händen. Peppa und Papa spielen Mama Wutz einen Streich. Oh. Hey, das ist gar kein Kuchen. Das ist ein Schwamm mit einer Glasur drauf. April, April. Oh, das war clever von euch. Da fällt mir etwas ein. Schorsch hat hier ein paar Kekse für dich, Peppa. Yeah, danke, Schorsch. Ich liebe Kekse. Oh. April, April. Peppa liebt den 1. April. Jeder liebt den 1. April. Heute haben Peppa und ihre Familie im Supermarkt eingekauft. Wiedersehen, Supermarkt. Ist das ein Roboter? Nein, Peppa, das ist ein Warenautomat. Du schmeißt Geld hinein, um die Waren darin zu kaufen. Können wir bitte etwas aus dem Roboter kaufen? Okay, jeder von uns wählt eine Sache, auf die er Lust hat. Ja! Peppa freut sich schon, etwas aus dem Warenautomaten zu kaufen. Bitte sehr, Peppa. Mach's gut, Münze. Jetzt drückst du die Taste, die zu der Ware passt, die du möchtest. Ich möchte einen Orangensaft. Da ist er. Hurra! Sehr lecker. Schorsch hat ein Plätzchen in Dinosaurierform entdeckt. Hier, bitte, Schorsch. Jetzt drückst du die Taste mit dem Dinosaurier. Ich schätze, ich wähle dieses Getränk. Oh je, es steckt fest. Papa Wutz Getränk wird von einem Sandwich blockiert. Das Sandwich ist im Weg. Böses Sandwich. Wir müssen jetzt auch das Sandwich kaufen, damit es das Getränk hinunterschubst. Es steckt wieder fest. Böse Ananas. Dann kaufen wir die Ananas auch. Es steckt wieder fest. Schon wieder. Das Getränk ist nun endlich ganz unten gelandet. Super! Ja. Endlich habe ich mein Getränk.
Oh nein, mein Getränk hat mich vollgespritzt. Armer Papa. Wähl lieber was anderes aus dem Warenautomaten. Gute Idee. Oh, der Warenautomat ist leer. Ja, weil wir alle Waren gekauft haben. Peppa und ihre Freunde besuchen heute einen besonderen Erlebnispark. Komm schon, Edmund, du kannst das auch. Es macht riesen Spaß. Wow. Oh. Gut gemacht, Edmund. Yay! In diesem Raum steht ein Schwebebalken. Man muss ihn überqueren, ohne dabei ins Kugelbad zu fallen. Wenn ihr weiterhin als Team arbeitet, schafft ihr es bis ganz ans Ende, ohne in eins der Kugelbäder zu fallen. Ich kann gut balancieren. Geht mir nach. Jetzt müssen auch Schorsch, Peppa und Edmund Elefant über den Schwebebalken gehen. Aber Edmund fällt es etwas schwer, den Schwebebalken zu überqueren. Versuch seitwärts zu gehen, Edmund. Probieren wir es doch zusammen. Hurra! Jeder hat es über den Schwebebalken geschafft. Jetzt müssen sie durch diesen Raum schaukeln. Das sieht schwer aus. Man schaukelt damit wie mit einer Schaukel im Park, Emily. Pass auf! Peppa ist eine Meisterin im Schaukeln. Hurra! Halt dich gut fest, George. Du bist dran, Edmund. Nur Edmund Elefant hat ein bisschen Angst davor. Wieso schaukeln wir nicht gemeinsam, Edmund? Als ein Team. Gute Idee. Geschafft. Danke, Emily. Jeder hat es mit der Schaukel auf die andere Seite geschafft. Ihr seid bisher ein tolles Team. Ein Raum fehlt euch noch. Das ist der letzte Raum. Aber es führt kein Weg über das Kugelbad. So weit können wir doch nicht springen. Und es gibt auch keine Schaukel. Dieser Raum ist sowas wie ein Rätsel. Keinem fällt die Lösung dafür ein, wie man über das Kugelbad kommt. Oh, ich hab's! Aber Edmund Elefant kann super Rätsel lösen. Ich bin eben ein Schlauberger. Jeder hat den Erlebnisparcours erfolgreich bewältigt. Das war wirklich clever, Edmund. Edmund? Edmund Elefant kann es nicht erwarten, das Ganze nochmal zu machen. Peppa und ihre Familie sind heute zu einer Flugschau gegangen. Frau Mümmel ist mit einem Heißluftballon unterwegs. In der Luft sind überall Heißluftballons. Wow, so viele Heißluftballons. Eine Wolke, ein Brokkoli, ein Clown, ein Dinosaurier. Ja, gut erkannt, Schorsch. Was ist das? Das ist ein Doppeldecker, Peppa. Und was macht er da? Manche Flugzeuge können Nachrichten in den Himmel schreiben oder Bilder malen. Der Doppeldecker hat ein Bild von Peppa in den Himmel gemalt. Das bin ich. Hallo allerseits. Hallo, Dr. Hamster. Danke für das Bild im Himmel. Das habe ich gern gemacht. Weiter geht's. Oh, was ist das? Ist das auch ein Heißluftballon? Das ist ein Luftschiff. Es schwebt wie ein Ballon, aber es hat Propeller. Und damit fliegt es wie ein Flugzeug. Peppa und Schorsch finden das Luftschiff sehr aufregend. Habt ihr Lust auf eine Fahrt? Luftschiff! Das Luftschiff hebt ab und steigt hoch in die Luft. Guck nur, wie hoch wir fliegen. Achtung, eine Ansage der Pilotin. Wenn ihr rausguckt, seht ihr Vögel. Hallo, Vögel. Eine Wolke. Hallo, Wolke.
Oh, und Dr. Hamster. Hallo nochmal. Da sind so viele Knöpfe. Oh ja, es ist sehr kompliziert, so ein Luftschiff zu steuern. Also drückt bitte bloß nicht auf einen Knopf. Mit dem Steuerhorn kann ich das Luftschiff in alle Richtungen lenken. Rauf, runter, nach rechts und nach links. Und über Funk können wir Ansagen machen, die alle Besucher der Flugschau hören können. Darf ich eine Bahnsage machen? Ich habe eine ganz wichtige Zahnsage zu machen. Na klar. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Ich bin in einem Luftschiff, das irgendwie wie ein Ballon ist, aber auch wie ein Flugzeug. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Flugschau. Oh je, wir haben etwas ganz Wichtiges vergessen. Eine Pilotenmütze für Peppa und Schorsch. Ich bin Pilotin Peppa. Pilot! Peppa liebt die Flugschau. Alle lieben die Flugschau. Ein super Strike! Für einen Super Bowler! Heute gibt Luzi Locke eine Bowling-Party. Ich will auch einen Super Strike schaffen. Ich weiß, wie es geht. Ich bin schon oft bowlen gewesen. Dann zeig bitte allen, wie es geht, Peppa. Okay. Machen wir ein Foto von uns für die Anzeigetafel. Stellt euch alle vor die Kamera und sagt Tschüss. Tschüss! Perfekt! Das ist eure Bowlingbahn. Jetzt nehmt ihr euch eine Bowlingkugel. Dann werft ihr sie gerade nach vorne. Genau so! Yay! Oh ja! Ich versuche es mal. Ich nehme die hier. Die rosa Kugel ist sehr schwer. Nimm lieber diese Kugel. Sie ist leichter. Oh. Oh, meine Güte! Vermisst jemand seine Kugel? Oh nein. Ich versuch's als nächstes. Wow! Pedro Ponys Kugel ist in die Rinne am Rand der Bowlingbahn gerollt. Ups. Ich bin dran. Luzi Locke, Pedro Pony und Gerald Giraffe haben beim Bowlen noch nicht den richtigen Dreh rausgekriegt. Keine Sorge. Wir müssen nur auf eine andere Art bowlen. Probiert es nochmal. Ich hole für euch die Trennwand hoch. Damit macht das Spielen auch Spaß. Hurra! Versuch du es jetzt, Pedro. Okay, aber ich will nicht, dass meine Kugel aufspringt. Kein Problem. Mit Hilfe der Rampe wird deine Kugel gerade ausrollen. Oh, das macht Spaß. Peppa und ihren Freunden macht Bowling auf ihre eigene Art Riesenspaß. Aber Luzi Locke will immer noch einen Superstrike schaffen. Also gut, Kinder. Jeder darf noch einmal. Viel Glück. Seht genau hin. Luzi Locke rollt die Bowlingkugel rückwärts. Oh. Ein Superstrike für einen Super Bowler. Luzi Locke hat einen Superstrike geschafft. Luzi Locke spielt gern Bowling. Jeder spielt gern Bowling. Peppa und ihre Familie fliegen mit einem Flugzeug. Juhu, ja! Ich liebe das Fliegen im Flugzeug. Aber nicht jeder fühlt sich im Flugzeug so wohl. Oh, hallo, Madame Gazelle. Schorsch und ich lieben das Fliegen. Fliegen Sie auch so gern? Ah, Peppa. Eigentlich ist heute meine allererste Flug und ich habe Angst. Ich habe eine Idee. Frau Mümmel,
Können wir höher fliegen? Also richtig, richtig hoch. Klar doch, warum nicht? Oh. Es ist richtig toll, wenn das Flugzeug so hoch fliegt, Madame Gazelle. Da, wir sind fast im Weltraum. Zu hoch, zu hoch. Können wir richtig tief fliegen, Frau Mümmel? Natürlich. Zu tief. Viel zu tief. Drehen wir doch einfach ein Looping. Das hat wohl auch nicht geholfen, Schorsch. Da, Madame Gazelle. Diese Wolke sieht aus wie ein Vogel. Sehen Sie sie? Ja, ich sehe sie. Und die da sieht aus wie eine erholsame, einsame Insel. Dinosaurier! Das ist nicht gut. Ich schließe einfach meine Augen und warte, bis wir gelandet sind. Oh je. Hallo, habt ihr zwei Lust auf ein Malbuch? Die machen Spaß. Oh ja, bitte. Möchten Sie mit uns Figuren ausmalen, Madame Gazelle? Nun, ich schätze, das könnte mich etwas ablenken. Sieh dir das an. Die Linien, die exakte Darstellung. Unglaublich gut. Fantastisch. Oh, hurra! Wir sind gelandet. Jetzt wirklich schon? Ich hatte so viel Spaß. Ich habe gar keine Angst gehabt. Sagte ich doch. Fliegen macht so viel Spaß. Danke für eure Hilfe, Peppa und George. Nun freue ich mich schon auf den Rückflug. Hallo, alle miteinander. Peppa und ihre Familie besuchen heute ein Konzert von Madame Gazelles Band, die Rockenden Gazellen. Ich sehe echt gar nichts. Ach, wie ist es jetzt? Hurra! Danke! Du meine Güte! Gerald Giraffe sitzt auch auf den Schultern seines Papas und versperrt so allen die Sicht. Hallo, Peppa. Hallo, Sauce. Gerald und sein Papa sind zur Seite gegangen. Jetzt haben wieder alle freie Sicht. Und eins, zwei, drei, vier. Das Konzert macht allen riesen Spaß. Peppa und Papa Wutz tanzen zur schönen Musik. Macht es dir Spaß, Peppa? Ja. Macht es dir auch Spaß, Schorsch? Schorsch? Oh. Peppa und Papa Wutz sind unabsichtlich mitten in die tanzende Menge geraten. Wir werden euch bald finden, Mama Wutz. Was? Ich sagte, wir werden euch ganz bald finden. Aber hier sind keine Blinden. Viel Spaß, Schorsch. Whee! Alle tanzen zur Musik. Es ist, als wären wir in einem großen tanzenden Schwimmbad. Hier gibt es sogar einige aufblasbare Strandbälle. Getroffen! Gut gemacht, Peppa. Dankeschön, danke. Ups. Entschuldigung, Herr Bulle. Entschuldigung, Madame Gazelle. Keine Sorge, das passiert mir andauernd. Alles okay. Ich liebe Popmusik. Im Grunde erinnert mich das an mein nächstes Lied. 1, 2, 3, 4.
Peach, Patch, Seifenblasen, fass du sie an, dann platzen sie. Peach, Patch, lass sie platzen, Seifenblasen, juhu. Peach, Patch, Seifenblasen, fass du sie an, dann platzen sie. Ihr habt uns entdeckt. Mama und Schorsch Wutz haben sich auch bis in die erste Reihe nach vorn getanzt. Madame Gazelle hat Peppa und ihre Familie eingeladen, zu ihr auf die Bühne zu kommen. Pitsch, Patsch, Seifenblasen, fass du sie an, dann platzen sie. Pitsch, Patsch, Seifenblasen, lass die Seifenblasen platzen, juhu, hurra! Alle finden Madame Gazelles Konzert super. Und alle lieben ganz besonders das Seifenblasenlied. Peppa und ihre Familie sind heute nach London gekommen, um sich Superkartoffel, das Musical, anzusehen. Oh Gott, wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät zur Vorstellung. Oh nein, jetzt werden wir alle klitschnass. Keine Sorge. Dann nehmen wir eben einfach die U-Bahn. Hurra! Die U-Bahn fährt unter der Erde. Und unter der Erde regnet es nie. Dort hängt auch ein bunter U-Bahn-Plan, der anzeigt, wohin die Züge alle fahren. Das sieht aus wie Spaghetti. Also, wir sind hier. Und wir müssen jetzt hierhin. Zuerst nehmen wir den blauen Zug und dann... den roten Zug. Ja, sehr gut, Peppa. Nichts wie los. Zunächst muss Peppa ihre Fahrkarte bei der Bahnsteigsperre entwerten. Danke, Fahrkartenroboter. Oh, ich steck fest. Warte kurz, Peppa. Ich befreie dich. Danke, Frau Mimmel. Hier lang, Peppa. Folgt alle der blauen Linie. Ich stecke auch fest. Der Zug erreicht den Bahnsteig von einem sehr dunklen Tunnel aus. Im Zug sind sehr viele Fahrgäste. Warum drängeln denn alle so? Weil sie es eilig haben. In der U-Bahn hat es immer jeder eilig. Steigen wir ein. Geht bitte alle vorsichtig. Hallo allerseits. Willkommen an Bord des blauen Zugs. Achtung, die Türen schließen. Halt dich fest, Peppa. In der U-Bahn ist es sehr wackelig. Links sehen Sie, wie es unterirdisch aussieht. Und rechts können Sie noch mehr davon sehen, wie es unterirdisch aussieht. Steigen Sie hier um zum roten Zug. Der rote Zug, das sind wir. Vorsichtig gehen, Schorsch. Haltet euch alle fest. Wir sind da, wir sind da. Die Vorstellung beginnt in ein paar Minuten. Wir verpassen wohl den Anfang. Nein, das werdet ihr nicht. Folgt mir. Ich bringe uns rechtzeitig zu Superkartoffel, das Musical. Denn ich bin... Superkartoffel! Hurra! Lasst bitte den großen Star durch. Macht Platz für den Star. Danke. Ha. Heute gibt es kein Autogramm. Superkartoffel hat es auch eilig. Wirklich jeder in der U-Bahn hat es eilig. Heute spazieren Peppa und ihre Familie zum Ententeich. Aber eine Metallschranke versperrt ihnen den Weg. Tut mir leid, der Weg ist gesperrt. Aber der Teich ist gleich da drüben. Es ist leider viel zu rutschig. Oh, oh, oh! Folgen Sie einfach den Umleitungsschildern mit den hellroten Pfeilen darauf. Es geht ganz schnell. Eine Umleitung ist, wenn man einen anderen Weg nehmen muss. Kommt alle mit! Das wird ein Abenteuer. Dann bis gleich, Enten. Hier ist es. Peppa hat den ersten hellroten Pfeil gefunden.
Und noch einen. Aha! Ah. Und noch einen. Und noch einen. Aber das fünfte Schild ist umgefallen. Bitte, bitte aufwachen, Herr Schild. Keiner weiß, wie der Weg weitergeht. Gehen wir nach links oder nach rechts? Wer nach rechts geht, hat Recht. Oh, haben wir uns verirrt? Nein, haben wir nicht. Wir wissen nur nicht, wo wir sind. Wenn man nicht weiß, wo man ist, hat man sich wahrscheinlich verirrt. Oh. Schaut, eine Ente. Hallo, Ente. Entschuldigen Sie, Frau Ente. Wissen Sie, wo der Ententeich ist? Was haben wir doch für ein Glück. Bring uns hin, Ente. Das hier ist ein Entenpfad, Papa. Ab jetzt müssen wir alle so watscheln wie die Enten. Wir gehen jetzt zum Ententeich, wackel, wackel, pack. Dort machen alle Enten so quack, quack, quack. Wir gehen jetzt zum Ententeich, wackel, wackel, pack. Dort machen alle Enten so quack, quack, quack. Peppa und ihre Familie sind am Ententeich angekommen. Wir sind da! Yay! Yeah! Ihr habt euch Zeit gelassen. Seid ihr froh, die Umleitung genommen zu haben? Ja, so hatten wir viel mehr Spaß. Und es war auch nicht rutschig. Quack, 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 quack. Heute sind Peppa und ihre Freunde auf einer Go-Kart-Bahn. Hallo miteinander. Wer ist bereit fürs Go-Kart-Fahren? Ich. Peppa und ihre Freunde ziehen ihre Rennanzüge an. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Oh. Und vergesst nicht eure Sturzhelme. So, jetzt nehmt euch ein Go-Kart. Yay! Klausi Kleff trägt seinen Helm falsch herum. Also, wenn ihr in die Pedale tretet, fährt es. Und mit der Bremse könnt ihr anhalten. Und mit dem Lenkrad könnt ihr die Richtung ändern. Hui! Es ist genauso wie Fahrradfahren. Versucht es doch mal und tretet langsam in die Pedale. Ich fahre ständig ein großes Auto. Go-Kart fahren ist für mich leicht. Oh je, da bin ich wohl etwas zu schnell gefahren. Tja, wie drehe ich jetzt nur um? Das Go-Kart-Rennen hat begonnen. Das macht Spaß! Aber Luzi Locke tritt rückwärts. Versuch, vorwärts zu treten, Luzi! Vorwärts? Oh! Klausi Kleff tritt sehr schnell in die Pedale. Vergiss nicht zu bremsen, Klausi! Mama Wutz hat Schwierigkeiten, loszufahren. Mal sehen. So fährt es also rückwärts. Brauchen Sie Hilfe, Mama Wutz? Oh, nein. Danke, Frau Mümmel. Ich kriege das sicher hin. Mein Go-Kart wackelt viel zu viel. Peppa fährt kreuz und quer auf der Rennbahn herum. Du musst etwas sachter lenken, Peppa. Oh, viel besser. Peppa und ihren Freunden macht es Spaß, mit den Go-Karts auf der Rennbahn zu fahren. Und los geht's! Und Mama Wutz hat ihr Go-Kart auch endlich in Bewegung gebracht. Die Zeit ist um! Ihr habt das alle sehr gut gemacht! Hurra!
Aber das Go-Kart-Rennen ist vorbei. Oh. Peppa und ihre Freunde fahren liebend gern Go-Kart. Hurra! Peppas Spielgruppe macht heute einen Ausflug zum See. Dort lernen die Kinder, wie man rudert. Wow! Ups, entschuldigt bitte! Hallo, Frau Mümmel. Hallo! Seid ihr bereit, heute in Booten zu rudern? Oh ja! Die Ruderboote stehen gleich da drüben. Los geht's! Hurra! Alle tragen Schwimmwesten und Helme, um auf den Booten geschützt zu sein. Sieht so aus, als wärt ihr alle startklar. Yeah! Ja. Peppa, Luzi und Pedro, ihr kommt ins rote Ruderboot zusammen mit mir und Opi Mümmel. Und Mandy, Emily und Klausi, ihr rudert im blauen Ruderboot zusammen mit mir und Captain Clem. Um das Boot zu rudern, müsst ihr diesen Stecken, der Ruder genannt wird, ins Wasser stecken und rudern. Genau so. Hau! Hurra! Jetzt versucht ihr mal. Alle rudern ganz begeistert die Boote. Aber keiner arbeitet als Team zusammen. Warum bewegt sich das Boot nicht, Frau Captain Mümmel? Alle müssen gleichzeitig rudern und die gleiche Bewegung machen. Genau so. Wenn ich Hau sage, steckt das Ruder ins Wasser. Und wenn ich Ruck sage, zieht es nach hinten. Versuchen wir es alle mal zusammen. Hau. Ruck. Gut gemacht. Hurra! Hau. Das Boot gleitet durch das Wasser. Alle arbeiten jetzt als Team zusammen. Das Rudern macht allen großen Spaß. Aber jetzt ist es fast an der Zeit, nach Hause zu gehen. Lasst uns zurück ans Ufer rudern, Kinder. Eure Eltern sind hier, um euch abzuholen. Fieb, können wir um die Wette rudern? Eine wunderbare Idee, Mandy. Oh. Seid ihr alle bereit? Bereit! Auf die Plätze, fertig, los! Alle rudern so schnell sie können zurück ans Ufer. Peppa hilft ihren Freunden dabei, als Team zu rudern. Ho, Ruck! Ruck, Schock! So ein Druck! Wir sind fast da! Kopf an Kopf! Oh. Und Gleichstand! Gut gemacht, Kinder! Hurra! Alle sind begeistert vom Rudern und alle lieben es, als Team zusammenzuarbeiten. Peppa und ihre Familie sehen sich einen Film im Kino an. Mama, ich muss auf die Toilette gehen. Okay, Peppa, nehmen wir die Toilette vor dem Kinosaal. Wir gehen nur mal kurz auf die Toilette. Die Toilette? Gute Idee. Oh je, die Toilette wird geputzt und ist außer Betrieb. Aber ich muss dringend aufs Klo. Da ist eine Toilette die Straße runter. Folgt mir allerseits. Dinosaurier! Peppa und ihre Familie haben die Toilette gefunden. Hier ist die Toilette, Peppa. Stellen wir uns an. Ich fürchte, ihr müsst euch hinten anstellen. Nämlich da drüben. Die Schlange vor der Toilette ist aber wirklich sehr lang. Ich weiß nicht, ob ich es so lange halten kann. Es gibt doch eine Toilette im Supermarkt. Versuchen wir es dort. Peppa, Mama Wutz, Papa Wutz und Schorsch suchen überall nach einer Toilette. Sie versuchen's im Supermarkt. Oh, aha. Oh. Sie versuchen's im Zoo. Oh. Ah. Tut mir leid, Peppa. Diese Toilette ist kaputt.
Sie versuchen sogar in einem Toilettengeschäft. Es tut mir leid, aber diese Toiletten hier sind nur zum Anschauen da. Es gibt hier nirgendwo eine Toilette. Oh je, jetzt muss ich selbst auf die Toilette. Ich auch. Schaut, die Kinotoilette ist wieder in Betrieb. Hurra! Peppa und ihre Familie können sich jetzt endlich wieder den Film ansehen. Aber der Film geht gerade zu Ende. Gucken wir ihn uns noch mal von vorne an. Muss irgendjemand vorher noch auf die Toilette? Was ist das? Heute ist Mal- und Basteltag in Peppas Spielgruppe. Ich habe viele lustige Mal- und Bastelübungen geplant. Fangen wir an mit Malen. Aber wo sind die Pinsel? Sie sind genau hier. Keiner weiß so richtig, was Madame Gazelle meint. Wo? Ich sehe hier gar nichts. Ihr übt heute Fingermalen. Statt mit Pinseln malt ihr mit euren Fingern. Ah, hurra! Peppa und ihrer Spielgruppe macht es Spaß, mit den Fingern zu malen. Eine hübsche Blume, Peppa. Danke, Madame Gazelle. Das ist ein wunderschöner Schmetterling, Luzi. Danke, Madame Gazelle. Und Klausi, das ist eine wunderschöne Pfütze. Danke, Madame Gazelle. Klausi springt in seinem Bild herum, als wäre es eine Schlammpfütze. Ah, geniale Idee, Klausi. Jetzt ist Gesichtsmalerei dran. Jeder bekommt sein Gesicht angemalt. Luzi ist ein Schmetterling, Klausi ist ein Zebra, Freddy ist ein Tiger, Emily ist ein Fisch. Und Peppa ist grün. Oh, ich bin grün. Oh, du bringst mich auf eine fantastische Idee. Madame Gazelle holt eine große Leinwand herbei mit Klebeband darauf. Was ist das, Madame Gazelle? Wieso? Das ist ein wunderschönes Gemälde. Ich sehe aber kein Gemälde. Ja, es ist nämlich noch nicht ganz fertig. Nehmt euch jetzt alle eine Farbflasche und spritzt davon so viel ihr wollt auf diese Leinwand. Gut so, Kinder. Seid schlampig. Habt Spaß. Aber kleckert nicht auf den Boden. Allen macht es richtig Spaß, die große Leinwand zu bemalen. Es ist wunderschön. Ich liebe es. Ich auch. Aber ich sehe immer noch kein Gemälde. Aha, gleich siehst du eines, Peppa. Madame Gazelle nimmt das Klebeband von der Leinwand. Durch das Klebeband sieht das Gemälde aus wie ein Stern. Peppa gefällt dir. Peppa und ihre Freunde sind auf dem Weg zur Schaukel auf dem Spielplatz. Stopp! Oh. Gibt es ein Problem, Herr Bulle? Ich repariere gerade die Schaukel, Papa Wutz. So, jetzt kann sie wieder absolut sicher benutzt werden. Peppa liebt es, auf der Schaukel zu spielen. Wollen Sie mit mir schaukeln, Herr Bulle? Oh. Es macht Spaß. Ich? Warum nicht? Immerhin ist sie ja jetzt repariert. Whee, uff. Wow, das war lustig. Wie kommst du jetzt wieder runter? Wenn Sie nach oben gehen, dann kommt Peppa wieder runter.
Oh, etwa so? Herr Bulle steckt am unteren Ende der Schaukel fest. Herr Bulle ist ein Erwachsener und Peppa ist klein. So geht die Schaukel nicht rauf und runter. Es braucht etwas Schweres auf Peppas Seite. Verflixt, woher weißt du das? Ich bin ein Schlauberger. Alles klar. Peppas Rucksack wird sie schwerer machen. Wir sind im Himmel bei den Wolken. Herr Bulle steckt immer noch am unteren Ende der Schaukel fest. Ich schätze, es macht auch Spaß, unten zu sein. Hier hat man einen tollen Blick auf das Gras. Es muss ein zweiter Erwachsener mit Herrn Bulle spielen. Miau. Ich frage mich, wo wir noch einen Erwachsenen finden können. Du bist erwachsen, Papa. Oh ja, das bin ich. Ich werde mit Herrn Bulle spielen. Yay! Wow! Papa Wutz und Herr Bulle sind beide erwachsen. Deshalb ist die Schaukel jetzt im Gleichgewicht und geht rauf und runter. Stopp! Macht es Ihnen denn keinen Spaß, Herr Bulle? Mir macht es einen Riesenspaß. Ich will nur die Aussicht genießen. Okidoki, weiter geht's. Hoch bis zum Himmel. Hallo Sonne. Hallo Gras. Hallo Wolken. Hallo Peppa. Ja. Peppa und Luzi spielen Polizistinnen. Polizei, wir helfen dir. Danke, Polizistinnen. Gern geschehen. Wir müssen wieder zurück, um neue Verbrechen zu lösen. Oh je. Was ist los, Madame Gazelle? Ich kann meinen Spezialkühli nirgendwo finden. Das klingt nach einem Rätsel. Keine Sorge, denn ich und Polizistin Luzi werden den Fall lösen. Peppa und Luzi suchen nach Hinweisen, um den Spezialkuli zu finden. Sie benutzen eine Lupe. Damit können sie kleine Dinge größer sehen. Aha, lila. Das hat die gleiche Farbe wie Klausi Kleffs T-Shirt. Hast du den Spezialkuli gesehen, Klausi? Ich glaub nicht, nein. Nun, wir nehmen dich besser mal mit auf unser Polizeirevier, um dir da ein paar Fragen zu stellen. Peppa und Luzi haben einen Teil des Raums zu einem Polizeirevier umgestaltet, wo sie alle zum Spezialkuli befragen können. Es besteht aus Büchern und Kissen. Dieses Polizeirevier hat nicht einmal Türen. Es ist aber ein schöner Ort zum Lesen. Peppa und Luzi Locke stellen allen Fragen zum Spezialkuli. Sie haben auch Molly Mietze aufs Polizeirevier gebracht. Molly Mietze, erinnerst du dich, welche Farbe der Spezialkuli hat? Rot? Nein, grün. Oder doch rosa? Nein, blau. Aha, das hat uns jetzt sehr geholfen. Sehen wir uns jetzt genau um. Der blaue Spezialkuli muss hier irgendwo versteckt sein. Peppa und Luzi Locke suchen überall nach dem Spezialkuli. Aber sie können ihn nirgends finden. Ich kann ihn leider nirgendwo finden. Ich habe eine Idee. Jetzt muss Madame Gazelle auf dem Polizeirevier Fragen beantworten. Wann haben Sie Ihren Spezialkuli das letzte Mal gesehen? Nun, mal sehen. Ich hab ihn heute früh benutzt und dann hinter mein Ohr gesteckt. Oh? Aha. Yeah. Madame Gazelles Spezialkuli steckte die ganze Zeit hinter ihrem Ohr. Wir haben ihn. Das Rätsel ist gelöst. Hurra!
Danke für eure Hilfe, Peppa und Luzi. Ich denke, ihre zwei werden sehr gute Polizistinnen. Hallo allerseits. Hallo, Peppa. Mama Wutz hat Peppa zur Spielgruppe gebracht. Sie kümmert sich aber auch um Baby Alexander. Oh je. Darf ich Baby Alexander schnell die Windeln wechseln, bevor ich gehe, Madame Gazelle? Unbedingt. Oh, dürfen wir dabei helfen, ihn abzuputzen? Bitte! Okay, nehmt bitte die Windelcreme und eine frische Windel aus der Wickeltasche und gebt sie mir. Alle haben Spaß dabei, Mama Wutz zu helfen, Baby Alexanders Windeln zu wechseln. So, wieder putzmunter. Darf Baby Alexander mit uns spielen? Bitte! Nun, von mir aus gerne. Hurra! Peppa zeigt Baby Alexander alle ihre Lieblingssachen aus der Spielgruppe. Das sind die Bücher. Oh. Baby Alexander gefallen die vielen Bücher. Das ist die ganze Welt. Und es macht ihm Spaß, den Globus zu drehen. Und das ist Madame Gazelle. Bonjour, kleiner Alexander. Oh. Aber Madame Gazelle hat er am allerliebsten. Vielleicht ist es Zeit, etwas zu malen. Alle malen Bilder von sich selbst. Solche Bilder nennt man Selbstporträts. Ich bin die gemalte Peppa. Hallo. Hallo, Peppa. Ich bin Freddy. Ich bin Luzi. Und ich bin Gerald. Gut gemacht, Baby Alexander. Es sieht aus wie ein leckerer Apfel. Baby Alexanders Bild erinnert Peppa daran, dass es Zeit fürs Mittagessen ist. Auch für Baby Alexander ist jetzt Essenszeit. Er bekommt spezielle Babynahrung. Hier kommt der Zug, Alexander. Tschuff, tschuff. Schmeckt Baby Alexanders Essen eigentlich gut, Mama? Oh, er findet schon. Oh je, darf ich ihm noch mal die Windeln wechseln, bevor wir gehen? Ich hol die Tasche. Oh, die Spielgruppe liebt es, Baby Alexander hier zu haben. Hurra! Peppa und ihre Freunde sind im Kino. Sie haben sich gerade den Film Gemüse im Weltall 2 angesehen. Keine Sorge, Pedro. Ich werde dich retten. Weil allen der Film so gut gefallen hat, spielen sie ihn jetzt nach. Wollt ihr zu mir nach Hause kommen und dort Gemüse im Weltall spielen? Ja, bitte. Allen macht es Spaß, sich für das Spiel zu verkleiden. Pedro Pony ist ein Astronaut. Luzi Locke ist ein Roboter. Gerald Giraffe ist ein Außerirdischer. Und Peppa ist eine Weltraumheldin. Gehen wir nach draußen und spielen, dass wir auf dem Mond sind. Hurra! Alle mir nach! Piu, piu! Peppa und ihre Freunde stellen sich vor, dass sie auf dem Mond sind. Genauso wie in dem Film. Allen macht es großen Spaß, so zu tun, als würden sie auf dem Mond schweben. Oh, gute Idee, Gerald. Benutzen wir die Raketenautos und fahren damit herum. Oh je, es sind nicht genug Raketenautos für alle da. Willst du in meinem Auto mitfahren, Luzi? Luzi tut so, als wären ihre Stiefel Raketenstiefel. Jetzt können alle auf lustige Weise den Mond erkunden. Piep, piep, hurra! Ja! Juhu! Juhu! Wo
Wonach suchen wir eigentlich auf dem Mond? Piep, das Einzige, das es auf dem Mond gibt, ist der Mond. Piep. Der Mond besteht aus Käse. Vielleicht finden wir hier Käse fürs Mittagessen. Natürlich. Was ist das? Ist es ein Mondmonster? Nein, Peppa. Ich bin dein Papa. Und ich bringe euch allen ein paar Käsebrote zum Mittagessen. Alle lieben es, so zu tun, als wären sie auf dem Mond. Aber das Mittagessen lieben alle noch mehr. Hallo, ich bin Königin Peppa. Heute tut jeder in der Spielgruppe so, als sei Peppa die Königin. Ich bin die Königin und ich befehle euch, dass ihr alle lauter Leckereien essen sollt. Zu Befehl, Eure Majestät. Königin Peppa genießt es, die Königin der Spielgruppe zu sein. Sie genießt auch die ganzen Leckereien. Miau, hier sind ein paar Rosinen, Frau Königin. Mm. Oh, danke, Molly. Ich liebe Rosinen. Aber ich bin schon echt richtig satt. Darf ich für eine Weile König spielen, wenn du satt bist, Königin Peppa? Gute Idee. Hier, bitte sehr, König Pedro. Jetzt ist Pedro Pony der König der Spielgruppe. Ich befehle, jeder hier muss jetzt hüpfen. Wieso, Herr Majestät? Weil Hüpfen Spaß macht. Okay. König Pedro hat recht. Hüpfen macht Spaß. Mir gefällt, wie du hüpfst, Klausi. Ruff. Danke, König Pedro. Hüpf, hüpf. König Pedro, du hast gesagt, jeder muss hüpfen. Also musst du auch hüpfen. Oh, das stimmt. Hüpf, 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 hüpf. Hast du Lust, jetzt die Königin zu sein, Molly? Miau. Ja, bitte. Hüpf. Hüpf. Jetzt ist Molly die Königin. Oh, ich befehle, dass jeder von euch jetzt ganz, ganz leise sein muss. Oh. Und ich befehle, jetzt macht alle Lärm. Und jetzt leise sein. Und jetzt macht Lärm. Alle haben viel Spaß dabei, Königin Mollys und König Klausis Regeln zu befolgen. Leise. Laut. Jetzt ist Schorsch der König. Oh. Ach, Dinosaurier! Hurra! König Schorsch befiehlt, jeder soll so tun wie ein Dinosaurier. Es macht allen Spaß, König der Spielgruppe zu sein. Aber Dinosaurier zu spielen macht allen noch viel... Ganz ruhig. Peppa hat heute ein Video gefunden von der Zeit, als sie ein Baby war. Ich habe als Kind laut geweint, nicht wahr, Papa? Oh. Ja, das tun alle Babys manchmal. Ach, da muss ich mit Schorsch schwanger gewesen sein. Schwanger? Was bedeutet das? Das heißt, da ist er noch in meinem Bauch gewesen. Oh, ich habe eine Idee. Was tust du da, Peppa? Schaut! Jetzt habe ich auch ein Baby in meinem Bauch. Oh. Sehr gut, Peppa. So, was tun denn Menschen, die ein Baby im Bauch haben? Ich hatte damals oft Heißhunger. Heißhunger hat man, wenn man unbedingt etwas Bestimmtes essen will. Peppa entscheidet, dass sie jetzt auch einen Heißhunger hat.
Ich habe Heißhunger auf. Oh. Hm. Spaghetti! Peppa findet Heißhungerattacken köstlich. Das war wirklich lecker. Was passiert noch, wenn man ein Baby im Bauch hat, Mama? Nun, ich wurde damals schnell müde und nette Menschen haben mir dann ihren Sitzplatz überlassen, damit ich mich hinsetzen und ausruhen konnte. Hallo, Peppa. Ich habe ein Baby in meinem Bauch und ich bin wirklich müde. Überlass mir also bitte deinen Sitzplatz, Papa. Oh Gott. Na klar, bitteschön. Und manchmal taten mir die Füße weh. Dann hat Papa Wutz mir die Füße massiert. Peppa gefällt die Idee einer Fußmassage. Papa, mir tun die Füße weh. Kannst du mir bitte die Füße massieren? Oh, verstehe, dann verlieren wir keine Zeit. Hohoho. Hier ein bisschen. Papa Wutz kitzelt die Füße mehr, anstatt sie zu massieren. Es passierte aber noch etwas, als Mama Wutz schwanger war. Was meinst du? Am Ende bekam sie ein Baby. Tante Wutz kommt mit Baby Alexander zu Besuch. Hallo, Baby Alexander. Ich tat gerade so, als hätte ich ein Baby im Bauch. Aber jetzt kann ich so tun, als wärst du mein Baby. Echte Babys sind eigentlich wirklich laut. Ich denke, dabei hatte ich doch lieber mein Kissen. Peppa und ihre Familie sehen sich einen Film im Kino an. Ich muss auf die Toilette gehen. Okay, Peppa. Nehmen wir die Toilette vor dem Kinosaal. Wir gehen nur mal kurz auf die Toilette. Die Toilette? Gute Idee. Shh. Oh je, die Toilette wird geputzt und ist außer Betrieb. Aber ich muss dringend aufs Klo. Da ist eine Toilette die Straße runter. Folgt mir allerseits. Peppa und ihre Familie haben die Toilette gefunden. Hier ist die Toilette, Peppa. Stellen wir uns an. Ich fürchte, ihr müsst euch hinten anstellen. Nämlich da drüben. Die Schlange vor der Toilette ist aber wirklich sehr lang. Ich weiß nicht, ob ich es so lange halten kann. Es gibt doch eine Toilette im Supermarkt. Versuchen wir es dort. Peppa, Mama Wutz, Papa Wutz und Schorsch suchen überall nach einer Toilette. Sie versuchen es im Supermarkt. Oh, aha. Oh. Sie versuchen es im Zoo. Oh. Ah. Tut mir leid, Peppa. Diese Toilette ist kaputt. Sie versuchen sogar in einem Toilettengeschäft. Es tut mir leid, aber diese Toiletten hier sind nur zum Anschauen da. Es gibt hier nirgendwo eine Toilette. Oh je, jetzt muss ich selbst auf die Toilette. Ich auch. Schaut, die Kinotoilette ist wieder in Betrieb. Hurra! Peppa und ihre Familie können sich jetzt endlich wieder den Film ansehen. Aber der Film geht gerade zu Ende. Gucken wir ihn uns noch mal von vorne an. Muss irgendjemand vorher noch auf die Toilette? Hallo allerseits. Ich bin Peppa, die Zahnärztin.
Ich zeige euch, wie man seine Zähne schützt. Wow. Frau Lümmel ist zu Besuch und zeigt der Spielgruppe, wie man auf seine Zähne aufpasst. Peppa gibt vor, eine Zahnärztin zu sein. Hab ich dich. Zum Glück. Danke, Peppa. Gut, dass du dein Gebiss eingefangen hast. Wer weiß, wie man auf seine Zähne aufpasst? Indem man zum Zahnarzt geht? Das stimmt. Wer von euch war schon mal beim Zahnarzt? Ich. Gerald Giraffe ist noch nie beim Zahnarzt gewesen. Darf ich Gerald zeigen, wie es beim Zahnarzt so ist, Frau Mümmel? Ich war schon oft beim Zahnarzt. Das ist eine super Idee. Wow. Peppa spielt die Zahnärztin und Gerald spielt den Patienten. Hallo, Herr Gerald. Nehmen Sie bitte Platz auf diesem übergroßen Stuhl. Danke sehr, Frau Zahnärztin. Hier ist Ihr Kittel. Oh, wieso brauche ich die Brille, Frau Peppa? Weil die Taschenlampe grell ist. Bitte weit aufmachen. Genau so. Dann sehe ich Ihre Zähne. Peppa sieht sich mit der Taschenlampe Geralds Zähne an. Sie haben sehr schöne Zähne, Herr Gerald. Dafür gibt es einen Sticker. Danke schön. Gut gemacht, Peppa und Gerald. Weiß jemand, wie wir zu Hause auf unsere Zähne achten können? Wir können uns die Zähne putzen. Das stimmt, Luzi. Durch das Zähneputzen bleiben sie sauber. Üben wir gemeinsam das Zähneputzen? Ja! Frau Mümmel gibt allen eine Zahnbürste, damit sie das Zähneputzen üben können. Ja. Zuerst machen wir die Zahnbürste nass. Dann geben wir etwas Zahnpasta drauf. Alle geben eine kleine Menge Zahnpasta auf ihre Zahnbürste. Nur Molly hat viel Zahnpasta draufgegeben. Was tun wir als nächstes? Wir putzen! Vergesst nicht, vorne zu putzen und an den Seiten, oben und unten. Das habt ihr gut gemacht. Hurra! Das habt ihr heute alle sehr gut gemacht. Also bekommt auch jeder Sticker. Peppa hat gern die Zahnärztin gespielt. Und Peppa liebt Sticker. Das Auto ist viel zu schnell gefahren. Keine Sorge, daher ist es sehr wichtig, dass wir stoppen, gucken, horchen und immer erst beim grünen Männchen über die Straße gehen. Das grüne Männchen! Was haben wir gerade gelernt, Kinder? Stoppen, gucken und horchen! Alles klar! Keine Autos! Gehen wir! Jetzt ist es sicher! Oh! Hallo, Papa! Hallo, Peppa! Hallo, Spielgruppe! Hallo, Papa Bus! Oh, es ist grün! Na dann, bis später, Peppa! Danke für die Hilfe, Polizeiwachtmeister Panda! Das war doch gar nichts. Peppa und Polizeiwachtmeister Panda achten darauf, dass alle die Straßenverkehrsregeln befolgen. Nein, nein, nein. Emily, du musst auf deiner Straßenseite bleiben. Tut mir leid, Peppa. Mein Rad klemmt fest. Wir helfen dir. Ta-tü-ta-ta-ta-tü-ta-ta. So bleibt die Straße sicher für Autos und Fußgänger. Oh. Pedro hat nicht gemerkt, dass das Ampelmännchen rot geworden ist. Pedro, das rote Männchen bedeutet nicht gehen. Danke, Peppa. Das war doch gar nichts.
Moment mal, Freddy sieht wie ein Räuber aus. Wir müssen den Räuber fangen. Ta-tü-ta, ta-ta-tü-ta. Oh, rot bedeutet, ich muss stoppen. Da ist er ja. Jetzt haben wir ihn. Freddy, siehst du wie ein Räuber aus, weil du auch ein Räuber bist? Nein, mir gefallen nur Streifen. Oh, also bist du kein Räuber? Nein. Oh, dann darfst du weiterfahren. Aber nicht so schnell. Okay, tschüss, Peppa. Au. Gut gemacht, Wachtmeisterin. Alle erinnern sich daran zu stoppen, zu gucken und zu horchen. Und sie gehen nur, wenn das Männchen grün ist. Das bedeutet, wir dürfen gehen. Das war doch gar nichts, Wachtmeister Panda. Peppa liebt es, alle zu beschützen. Und alle lieben es, sich sicher zu fühlen. Oh, wow! Sind Vulkane echt, Madame Gazelle? Ja, klar. Oh. Ihr müsst aber auch keine Angst haben. Es gibt keine Vulkane hier in der Nähe. Hurra! Abgesehen von den Mini-Vulkanen, die wir heute für unser besonderes Wissenschaftsexperiment basteln. Oh! Zum Basteln der Vulkane brauchen wir Leim und Zeitungspapier wie das hier. Zuerst tunkt ihr das Papier in den Leim ein und dann klebt ihr das Papier an den Messbecher. Et voilà, ein Mini-Vulkan. Vulkane zu basteln macht allen großen Spaß. Der Leim ist aber sehr klebrig und macht schmutzig. Schon bald sind alle Vulkane fertig. Wundervoll, Kinder. Jetzt müsst ihr eure Werke noch anstreichen. Machen wir unseren Rotpepper. Unserer wird blau. Miau, grün, wie ein großer Baum. Echte Vulkane sind dunkel und grau mit roter Lava. Peppa und ihre Freunde geben ihren Mini-Vulkanen aber helle und bunte Farben. Jetzt ist es Zeit für das Wissenschaftsexperiment. Aber zuvor müssen sich alle Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Schutzmäntel anziehen, damit sie auch sicher sind. Ihr seht alle wie hervorragende Wissenschaftler aus, Kinder. Yeah. Jetzt können wir endlich Lava machen. Aber keine Sorge, die Lava, die wir machen, ist gar nicht echt und äußerst sicher. Zuerst geben wir etwas Essig in unsere Vulkane. Passt auf, dass ihr nicht kleckert. Perfekt. Und jetzt gebe ich noch ein geheimes Zauberzutat in jeden eurer Vulkane. Keiner weiß, was die geheime Zauberzutat ist. Und zum Schluss nehmt ihr euren Natronbecher und gießt ein wenig Natron in euren Vulkan. Und dann tretet zurück. Madame Gazelles Vulkan bricht jetzt aus. Ganz wie ein echter Vulkan. Ihr seid dran, Kinder. Hurra! Wow! Die Lava ist rot. Unsere ist blau. Molly Mietzes und Gerald Giraffes Lava ist grün und schäumt gewaltig. Miau, ich glaube, wir haben zu viel Lava gemacht. Nein, Molly, ihr habt eine Schlammpfütze gemacht. Es hat allen richtig Spaß gemacht, Vulkane zu basteln. Aber bunte Schlammpfützen machen allen noch mehr Spaß. Peppa und Luisa Löffel bauen heute eine Kissenburg. Achtung, fall nicht auf die Burg. Hab's gleich geschafft. Gut gemacht. Jetzt dekorieren wir noch den Innenraum. Es fehlt aber noch etwas. Oh, etwas zu essen. Mama. Was für eine schöne Kissenburg. Kriegen wir bitte etwas zu essen? Natürlich, ich bin gleich zurück. Wartet hier auf mich. Stell
stellen wir uns vor, dass die Kissenburg riesengroß ist. Oh. Fang, Peppa! Stellen wir uns vor, dass der Boden so stark federt, wie ein Trampolin. Quiek! Guck, wie stark er federt! Oh nein! Der Ball ist da drüben. Hüpfen wir ihm doch hinterher! Dieser Raum ist grün. Stellen wir uns vor, er ist matschig. Aber der Ball ist nicht hier. Ist er da drüben? Dieser Raum ist blau. Also stellen wir uns vor, er ist kalt. Da ist der Ball. Hurra! Lasst uns hinausgehen! Von wo sind wir reingekommen? Peppa, wo bist du? Wir finden nicht aus der Kissenburg. Ich hol euch da raus. Nein, Mama. Die Kissenburg ist zu klein für Erwachsene. Oh, ich passe überall durch. Mama Wutz steckt fest. Mama, dein Gewackel lässt die Burg einstürzen. Tut mir leid. Nach diesem Fantasiespiel bin ich jetzt sogar noch hungriger. Ich hab dir was zu essen mitgebracht. Wir müssen es nur finden unter diesen Kissen. Heute ist Sportfest in Peppas Spielgruppe. Es gibt Team Rosa und Team Blau. Beide Teams versuchen, die Goldmedaille zu gewinnen. Ich werde gewinnen! Luisa Löffel fällt das Sackhüpfen ziemlich schwer. Yippie! Emily Elefant aus Team Rosa hat das Sackhüpfen gewonnen. Hurra! Du bist so schnell! Quiek! Oh nein, ich hab verloren! Du gabst dein Bestes. Und wir können noch gewinnen! Wuff! Der nächste Wettkampf ist das Eierlaufen. Schneller, Peppa! Quiek, schneller! Peppa fällt es aber schwer, das Ei zu balancieren, wenn sie schnell läuft. Langsamer, Peppa! Lass das Ei nicht runterfallen! Okay. Lauf langsamer, Klausi! Aber lauf nicht zu langsam! Langsamer! Schneller! Langsamer! Jetzt schneller! Nein! Puh! Gut gemacht! Wir haben gewonnen! Beide Teams haben derzeit einen Punkt. Nun ist das Ringwurfspiel dran. Das Team, von dem mehr Ringe auf dem Holzstab landen, gewinnt das Sportfest. Das ist ein Punkt für beide Teams. Noch ein Punkt für beide Teams. Es steht unentschieden. Luisa und Freddy, ihr seid dran. Wenn ich daneben werfe, verlieren wir. Ruff. Mach dir keine Sorgen um den Sieg. Gib einfach dein Bestes. Und hab super viel Spaß. Wir haben verloren.
trotzdem viel Spaß gehabt. Du hast recht, Peppa. Gut gemacht, Team Rosa. Ihr bekommt Goldmedaillen. Und Team Blau war ebenfalls richtig gut. Ihr bekommt Silbermedaillen. Team Rosa und Team Blau lieben das Sportfest. Jeder liebt ein Sportfest. Heute haben Peppa und Schorsch beschlossen, sich Mama und Papa Wutz Erwachsenenkleidung anzuziehen. Oh Gott, was suchen diese zwei Erwachsenen in unserem Schlafzimmer? Ich bin nicht erwachsen. Ich bin Peppa und das ist Schorsch. Ihr seht beide sehr hübsch aus. Aber wieso tragt ihr unsere Sachen? Heute entscheiden wir selbst, was wir anziehen. Tja, ihr seht beide wirklich sehr erwachsen aus. Aber ich fürchte, unsere Klamotten sind etwas zu groß für euch. Ja, die sind etwas zu groß. Diese Klamotten sitzen viel besser. Peppa und Schorsch haben nun beschlossen, ihre eigenen Sachen zu tragen. So, achtet darauf, Anziehsachen auszuwählen, die zum Wetter passen. Heute ist es sehr sonnig und heiß. Oh. Ist das die passende Kleidung für einen heißen Tag? Nein. Sie sind etwas zu warm. Und ein bisschen zu schwer. Peppa und Schorsch haben nun passende Sommerkleidung an. Das ist viel besser. Ihr müsst aber auch Klamotten auswählen, die zu eurem Programm heute passen. Wir gehen zur Spielgruppe. Aber vorher wollen wir noch in Schlammpfützen rumspringen. Oh je, Peppa und Schorsch tragen nicht die richtigen Schuhe, um in Schlammpfützen herumzuspringen. Denkst du nicht, ihr solltet besser Stiefel anziehen? Ich denke, wir sollten besser Stiefel anziehen. Sehr gute Idee. Oh, ja. Sehr schön. Kann's losgehen? Sofort. Ich will nur noch schnell ein paar Sachen anprobieren. Bonjour, Kinder. Oh la la, ihr seid heute hübsch angezogen, Peppa und Schorsch. Sie haben alles selbst ausgewählt. Das sieht man sofort. Und diese Stiefel. Um in Schlammpfützen herumzuspringen, muss man Stiefel tragen, Madame Gazelle. Naturellement. Peppa und Schorsch lieben es, in Schlammpfützen zu springen. Heute ist wohl mein Glückstag, denn ich habe meine Stiefel auch mit dabei. Jeder springt liebend gern in Wow! Sind Vulkane echt, Madame Gazelle? Ja, klar. Oh. Ihr müsst aber auch keine Angst haben. Es gibt keine Vulkane hier in der Nähe. Hurra! Abgesehen von den Mini-Vulkanen, die wir heute für unser besonderes Wissenschaftsexperiment basteln. Oh! Zum Basteln der Vulkane brauchen wir Leim und Zeitungspapier wie das hier. Zuerst tunkt ihr das Papier in den Leim ein und dann klebt ihr das Papier an den Messbecher. Et voilà, ein Mini-Vulkan. Vulkane zu basteln macht allen großen Spaß. Der Leim ist aber sehr klebrig und macht schmutzig. Schon bald sind alle Vulkane fertig. Wundervoll, Kinder. Jetzt müsst ihr eure Werke noch anstreichen. Machen wir unseren Rotpeper. Unserer wird blau. Miau, grün, wie ein großer Baum. Echte Vulkane sind dunkel und grau mit roter Lava. Peppa und ihre Freunde geben ihren Mini-Vulkanen aber helle und bunte Farben. Jetzt ist es Zeit für das Wissenschaftsexperiment.
Aber zuvor müssen sich alle Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Schutzmäntel anziehen, damit sie auch sicher sind. Ihr seht alle wie hervorragende Wissenschaftler aus, Kinder. Yeah. Jetzt können wir endlich Lava machen. Aber keine Sorge, die Lava, die wir machen, ist gar nicht echt und äußerst sicher. Puh. Zuerst geben wir etwas Essig in unsere Vulkane. Passt auf, dass ihr nicht kleckert. Perfekt. Und jetzt gebe ich noch ein geheimes Zauberzutat in jeden eurer Vulkane. Keiner weiß, was die geheime Zauberzutat ist. Und zum Schluss nehmt ihr euren Natronbecher und gießt ein wenig Natron in euren Vulkan. Und dann tretet zurück. Madame Gazelles Vulkan bricht jetzt aus. Ganz wie ein echter Vulkan. Ihr seid dran, Kinder. Hurra! Wow! Die Lava ist rot. Unsere ist blau. Molly Mietzes und Gerald Giraffes Lava ist grün und schäumt gewaltig. Miau, ich glaube, wir haben zu viel Lava gemacht. Nein, Molly, ihr habt eine Schlammpfütze gemacht. Es hat allen richtig Spaß gemacht, Vulkane zu basteln. Aber bunte Schlammpfützen machen allen noch mehr Spaß. Peppa macht es großen Spaß, mit ihren Freunden im Schnee zu spielen. Ist kalt. Doch bei jedem Spiel sind sie am Ende voller kaltem Schnee. Hallo, Papa. Peppa, du bist ja voller Schnee. Es ist Zeit, dass du reinkommst und dich aufwärmst. Sonst wirst du zu einem Schneemonster. Schneemonster gibt es nicht, Papa. Dürfen wir denn noch 5 Minuten spielen? Bitte! Also gut, noch 5 Minuten. Ja! Oh je. Peppa und ihre Freunde spielen vergnügt im Schnee. Sie haben gar keine Angst davor, sich in Schneemonster zu verwandeln. Auf zur Schneeballschlacht! Ja! Mich wirst du nie treffen, Peppa! Habt ihr das gehört? Es klang wie ein... Hat jemand meine Brille gesehen? Ein Schneemonster! Schnell, verstecken wir uns. Ach, hey. Verstecken wir uns hier. Puh, das Schneemonster wird uns hier nicht finden. Oh. Das Schneemonster hat sie gefunden. Peppa, ich bin es. Oh, das ist kein Schneemonster. Es ist Papa Wutz. Ich habe es euch ja gesagt. Es gibt keine Schneemonster. Komm mit, Papa. Wir werden dich aufwärmen und den ganzen Schnee zum Schmelzen bringen. Und sucht auf dem Weg nach meiner Brille. Ihre Brille! Oh. Hurra! Danke, Lucy. Papa Wutz ist sehr froh, wieder zu Hause im Warmen zu sein. Er ist jetzt kein Schneemonster mehr. Im Haus wärmen sich alle mit einer heißen Schokolade auf. Sogar Schneemonster mögen heiße Schokolade. Peppa und ihre Familie sind heute ins Museum gegangen. Guck, Schorsch, dieser Dinosaurier hat eine Schwester. Und eine Mama. Und einen Papa. Oh,
Das ist eine ganze Familie von Dinosauriern. Peppa liebt das Museum. Aber es schließt jetzt. Danke fürs Kommen. Auf Wiedersehen. Ich will aber noch nicht gehen. Wir müssen nicht gehen, Peppa. Denn heute übernachten wir alle zusammen im Museum. Ja! Oh, was wollen wir heute Abend als erstes machen? Haben wir doch ein Festessen. Yum, yum. Lasst es euch schmecken. Diese Orange ist ziemlich hart. Das ganze Essen auf dem langen Tisch ist aus Plastik. Was machen wir als nächstes, Peppa? Peppa? Oh. Mama Wutz weiß nicht, wo Peppa hin ist. Hier bin ich. Ich bin eine Wikingerin. Ich bin auch eine Wikingerin. Wikinger. Ich bin auch ein Wikinger. Ich meine ein Wollhaar-Mammut. Allen macht es Riesenspaß, vor dem Wollhaar-Mammut wegzurennen. Aber das ganze Gerenne hat alle sehr müde gemacht. Ich denke, es ist Zeit fürs Bett. Suchen wir uns jetzt einen guten Schlafplatz. Gute Nacht allerseits. Am nächsten Morgen kommen viele Besucher ins Museum. Guck dir mal diese Wikinger an, Opa. Was für ein tolles Mammut. Er sieht wirklich echt aus. Alle glauben, dass Peppa und ihre Familie zum Museum gehören. Wow, ist das sieht echt? Sieht bequem aus. Was ist hier los? Das ist keine Wikingerin. Das ist Peppa. Hi. Oh je. Sieht so aus, als ob wir nicht nur im Museum übernachtet haben. Wir haben sogar verschlafen.